Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Krebse. Herzlich willkommen zu eurem Reading vom 13. bis 19. April. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Kommentare, für die Likes und für die Views vom letzten Wochenreading und vom Monatsreading für den April 2020. Hat mich sehr gefreut, freue mich wie ein Schnitzel darüber, ohne Scheiß. Und mich würde es sehr freuen, wenn das auch weiterhin so auf Interesse stößt. Lasst mir gerne Anregungen da, lasst mir gerne Feedback da, lasst mir Verbesserungsvorschläge da, was ihr möchtet. Gerne auch, ob es resoniert oder nicht. Und erzählt mir ruhig eure Geschichte und warum es für euch resoniert. Ich lese das alles wirklich mit größter Freude. Ja, danke schon mal. Das auch wird ein allgemeines Reading sein, wie bisher alle Readings. Lasse ich hier so eine Weisheitskarte rausspringen, die bestimmt dann die Wochenenergie. Und was ihr bei allgemeinen Readings so zu beachten habt, falls ihr es noch nicht wisst, hier rechts oben ist ein Informationsvideo, wo ich das alles erwähnen werde. Dieses Video packe ich auch nochmal unten in die Infobox und dort findet ihr auch eure Monatsdicken über April 2020, falls ihr sie noch nicht kennt. Liebes Schicksal, 13. bis 19. April für meine Krebse. Glücklich. Schön, hatte ich auch noch nicht. Meißenstein. Da ist eine Fee. Mal wieder. Und diese Fee ist glücklich. Man sieht sie an. Die hat da so ein paar Luftballons. Da zwitschert ein Vogel zu ihr, glaube ich. Flugwesen, also auch Vögel, also Raben, Eulen, alles was fliegen kann, ist für mich so ein Zeichen für Kommunikation. Verbal oder nonverbal. Meistens im positiven Sinne. Sieht auch hier sehr positiv aus. Auf jeden Fall ist diese Fee ziemlich glücklich. Glücklich ist auch das Stichwort für eure nächste Woche, meine lieben Krebse. Ich habe hier oben die Zahl 26. Die Zahl 26 könnte für euch eine bestimmte Bedeutung haben. Vielleicht ist das euer Alter. Vielleicht sind das zwei eure Glückszahlen oder nur eine eure Glückszahl. Vielleicht ist die Quersumme 8 eine eurer Glückszahlen. Sehr oft haben diese Zahlen eben eine Bedeutung. Dann schauen wir doch mal. Was sagen denn die Tarotkarten so dazu? Liebe Schicksal, die Woche vom 13. bis zum 19. April 2020 für meine Krebse. Was kannst du mir zu der bevorstehenden Woche über meine Krebse sagen? Die 7 der Schwerter. Okay. Das Schicksal 13. bis 19. April. Meine Krebse. Der König der Schwerter. Liebe Schicksal 13. bis 19. April. Für meine Krebse. Lass mich mal umgedreht. 13. bis 19. April für meine Krebse. Die Königin der Stäbe. 13. bis 19. April für meine Krebse. Lass mich auch noch umgedreht. Dreht natürlich gleich um. Am unteren Deck habt ihr die 2 der Stäbe. Gut, glücklich. Kügelmordumpeier. Au, da haben wir doch die Kommunikation. Okay. Wow. Schön. Hier ist ein kleiner Vogel, hier sind kleine Vögelchen und die 8 der Stäbe zeugt von Bewegung und Kommunikation. Da dürften Gespräche auf euch zukommen, die euch im Bestfall glücklich machen. Ich erkläre euch jetzt hier die Karten, mische dabei. Ich hoffe, das spart etwas Zeit. Die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter ist eigentlich eine sehr hinterlistige Energie. Da sieht man einen Mann, der sich von einer Situation davon stiehlt. Diese Karte redet von Betrügereien, von Hinterlist, von Diebstahl auch teilweise. Da stiehlt sich einer davon.
er schleicht sich davon sozusagen. Er entzieht sich quasi einer Situation, oftmals mit hinterlistigen Gedanken. Der König der Schwerter ist eine Hofkarte. Mit dem Schwert heißt das Luftenergie. Das könnten Wassermänner sein, das könnten Zwillinge sein, das könnten Wagen sein. Mit denen es hier zu tun hat, kann sein, muss nicht sein. Der König der Schwerter ist der Ehrgeizige, der Zielstrebige, der bei extrem klarem Verstand ist, der Kerl. Wirkt nach außen hin etwas kalt, auch etwas gefühlskalt vor allem. Ist er innen drin meistens nicht. Er trifft sehr gute Entscheidungen, dieser König der Schwerter. Und hat einen riesen Ehrgeiz, der Kerl. Die Acht der Stäbe, wie schon kurz angesprochen, deutet von Kommunikation und Bewegung. Das kann verbal, nonverbal sein. Meistens sehe ich da drin die Bewegung. Da hier aber auch Vögel sind, vielleicht kommen ja noch mehr Flugtiere, kann es auch sehr gut für Kommunikation stehen. Im Moment sieht es so aus, dass sich hier jemand auf jemanden zubewegt oder jemand mit jemandem redet, vielleicht über eine Situation, die vergangen ist. Wissen wir noch nicht, klären wir noch. Die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist die sehr ehrgeizige Frau, sehr loyale Frau, sehr heißblütige Frau, sage ich jetzt mal. Wie kann man denn das sagen? Inbrünstige Frau. Ja, auf jeden Fall eine mit viel Stolz auch, viel Loyalität vor allem und sehr viel Leidenschaft, extrem viel Leidenschaft verbunden diese Karte. Der König der Kelche ist derjenige, der extrem viele Gefühle hat, der auch bereit ist, diese Gefühle preiszugeben, die er in sich trägt, meistens dann, wenn er sie auch erfährt. Also er von selbst kommt meistens nicht und haut mit seinen Gefühlen raus, sondern nur, wenn jemand auf ihn zukommt. Aber dann ist der Typ der Romantiker schlechthin, der liebenswerte Kerl, der extrem viele Gefühle hat, wie schon gesagt, und davon fast schon überquillt. Und der ist sehr liebenswert und liebt auch sehr innig und aufrichtig. Steht für ein Wasserzeichen in den meisten Fällen, könnte auch für euch stehen, liebe Krebse, vielleicht auch für Fische oder für einen Skorpion, wissen wir noch nicht genau. Aber auch diese Deutung von den Stäben, von den Kelchen, von den Schwertern, die Hofkarten, muss nicht sein, kann sein, habe ich im Infovideo schon erwähnt, weil jeder Mensch ist in der Lage, sich in jedes Sternzeichen reinzudenken oder so nach außen hin zu wirken, als wäre hier zum Beispiel ein Feuerzeichen oder hier ein Luftzeichen oder hier ein Erdzeichen. Gut, mischen wir noch einmal. Und dann klären wir doch mal die Karten. Eine Klärungskarte zu den Sieben der Schwerter, bitte, liebes Schicksal. Lassen wir noch umgedreht. Eine Klärungskarte zu dem König der Schwerter, bitte. Wow. Der König der Stäbe. Krass. Okay. Eine Klärungskarte zu den Acht der Stäben, bitte. Auch noch umgedreht. Eine Klärungskarte zu der Königin der Stäbe, bitte. Die Welt. Die Welt, die Welt, die Welt. Und eine Klärungskarte zum König der Kelche, bitte. So. An der Unterseite des Decks habt ihr die Sieben der Kelche im Begriff. Dann schauen wir doch mal, was sich hinter dieser Karte verbirgt. Die Fünf der Münzen. Okay, da ist dann wirklich etwas passiert, was nicht so toll war. Die Sieben der Schwerter, wie gesagt, schon steht für Hinterlist, steht für Lug und Betrug auch teilweise, steht für das sich davonschleichen, sich davonstehlen aus einer Situation. Meistens mit einer Hinterlist verbunden, mit Lügen verbunden, mit Unaufrichtigkeit auch. Die Fünf der Münzen spricht von einer Leere, von einer Öde, von einer Flaute. Kann sich auch um Geldsorgen drehen, da sich aber hier auch Schwerter und Münzen, also Materielles, verbirgt hinter diesen Karten,
steht es im Prinzip für eine unschöne Situation, für eine Angelegenheit oder für einen Umstand, der nicht gerade toll war, könnte man sagen. Der König der Schwerter und der König der Stäbe, beide in einer Reihe, könnten jetzt für zwei Personen stehen. Es ist hier ein Luftzeichen, es ist hier ein Feuerzeichen, kann sein, muss nicht sein, wie gesagt. Das könnte nicht direkt euch betreffen, sondern eher euer Umfeld betreffen. Das kann sein. Vielleicht eine Familienangelegenheit, vielleicht eine Arbeitsfeldangelegenheit. Muss ich hier noch weiter klären, weil ich habe hier wirklich zwei verschiedene Leute. Aber ich glaube nicht, dass es hier um euch geht, liebe Krebse. Die 8 steht mit der... Oh. Okay. Ich sag deswegen oh, weil diese Karte hier für eine Dreierkonstellation stehen kann. Und ich habe hier zwei Hofkarten, die eigentlich nichts mit euch zu tun haben, liebe Krebse, weil ihr seid, glaube ich, hier. Und die deckt man noch auf gleich. Aber nee, das ist keine Dreierkonstellation. Das ist was anderes, muss ich aber nochmal klären. Aber hier geht es nicht darum, dass euer Gegenüber, euer Herzensmensch, jemanden anderes noch hat, für den er reges Interesse zeigt. Da geht es um was anderes. Ich meine, das hier ist das Arbeitsumfeld. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das müssen wir noch klären. Die Welt und die Königin der Stäbe. Für die Königin der Stäbe kommt hier etwas zu Ende oder ihr schließt mit dieser Königin der Stäbe euer Kapitel ab. Das könnte jetzt tatsächlich in beide Richtungen gehen. Die Welt steht auf jeden Fall immer für das Ende eines Zykluses, für das Ende eines Kapitels und für den Anfang von Neuem. Da ändern sich so die Zeiten so ungefähr. Es ist ein Umbruch. Der König der Kelche geklärt mit... Oh, nice. Liebe Krebse, geil. Die 10 der Münzen. Die 10 der Münzen, Beständigkeit, Harmonie, die Familienkarte, Sicherheit, Loyalität, Aufrichtigkeit, Fröhlichkeit. Geile Energie hier. Richtig geile Energie. Die 7 der Kelche ist für mich halb Luft, halb Wasserenergie. Das ist... Ja, es kommt so ein bisschen... Es kann die Qual der Wahl bedeuten, es kann Träumereien bedeuten, es kann Tagträume bedeuten, es kann Wertvorstellungen bedeuten, es kann vieles bedeuten. Ich muss hier noch tatsächlich weiter klären, weil hier sind einige Hofkarten drin, die aber nichts mit euch zu tun haben. Weil ihr seid definitiv hier, liebe Krebse. Und wer diese Personen hier sind... Schauen wir doch mal. Eine Klärungskarte zu den 5 der Münzen, bitte, liebe Schätzchen. Lass mal auch nochmal umgedreht, hätte ich gesagt, weil ich möchte jetzt hier erst einmal den König der Stäbe noch klären. Drehen wir doch mal um. Wir haben auf die 5 der Münzen, oh, die 6 der Kelche. Das ist eine ganz verwirrende Reihe hier. Ich habe hier zwei sehr negative Karten eigentlich. Die steht hier, wie gesagt, für eine Hinterlist, für das Davonstehlen, für Lügereien und so weiter und so fort. Das hier steht für eine Flaute, für Geldsorgen, für Knappheit, für eine Öde, für eine Trostlosigkeit auch. Und das hier, die 6 der Kelche, steht für freudige Erinnerungen, nostalgische Erinnerungen, für die Kindheit im positiven Sinne aber auch. Für eine Seelenpartnerschaft theoretisch auch. Und diese ist eine sehr positive Energie hier. Im Gegensatz zu denen hier. Ich müsste hier weiter schauen. Das ist die 7 der Münzen. Die 7 der Münzen steht für Langeweile, steht für Ausdauer, steht für Weitsicht, steht in erster Linie für Geduld. Es könnte sich, da es Münzenergie ist, um die Arbeit drehen. Es könnte sich aber auch um
Bestand drin. Außerdem habe ich hier die Familienkarte drin und ich habe hier eine Konstellation drin. Es könnte sich hier auch um eure Familie drehen, liebe Krebse. Dann müsste ich tatsächlich diese Karte hier noch klären. Eine Klärung zu den drei Gefährten, bitte, liebe Schwester. Die 5 der Stäbe. Die 5 der Stäbe. Da sehe ich jetzt doch dann eher die Familie drin, meine lieben Krebse. Mag sehr speziell sein, diejenigen von euch, die Kinder haben. Kann es sein, dass ihr gerade ein bisschen gestresst seid? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ihr, wenn ihr Kinder habt, für die es hier resoniert und zutrifft, dass ihr Kinder habt, kann es sein, dass ihr hier ziemlich viel handeln müsst gerade. Ich glaube, ihr seid nicht arbeitslos oder sowas, sondern dass ihr wirklich beides irgendwie handeln müsst. Ihr habt hier zu Hause wahrscheinlich so ein paar Rabauken, die den ganzen Tag nur irgendwelche Dinge anstellen. Und abends dann so das Wohnzimmer in Schutt und Asche liegt, so ungefähr. Und ihr euch aber nebenbei auch um die Arbeit noch kümmern müsst und dann noch die Kinder am Hals habt. Es sieht hier so ein bisschen, es kommt hier durch diese Karte hier relativ gut rüber. Das hier ist einerseits die Teamwork-Karte, andererseits ist es aber auch die Gerangel-Karte, die Streitkarte, die Wettbewerbskarte. Auf die 3 der Kelche, die eine Dreierkonstellation sein kann, die aber auch für eine Gesellschaft steht. Und ich denke mir, dass, weil ich auch hier ein Power Couple drin habe, dass es hier um die Familie geht. Ich habe hier eine Kinderkarte, auch die zeigt Kinder an, Familie an. Die Familienkarte liegt hier auch schon. Und ihr seid da hinten, liebe Krebse, so an der rechten oberen Spitze und seid hier quasi, ja, der Pfeil so, wohin es hier überhaupt geht, wer hier das Sagen hat, so auf Deutsch gesagt. Ich glaube, ihr habt hier ziemlich viel zu tun gerade. Ich meine auch, dass es ähnlich ist wie im, im letztwöchigen Reading, kann das sein, weil da wart ihr doch auch schon daheim und habt dann die Kinder zu behüten. War das nicht das mit den Herausforderungen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Wasserzeichen war. Ich glaube auch, dass ihr das wart, liebe Krebse. Wenn dem so ist, ist es hier sehr ähnlich. Tut mir leid, aber das wird nochmal eine Woche so gehen, liebe Krebse. Ich meine, es ist Ostern, ne? Da, ja, wenn die Kinder noch so klein sind und an den Osterhasen noch glauben oder so, warum nicht? Ich meine, das nimmt man, glaube ich, gerne auf sich, weil ich glaube, das handelt ihr hier super. Ich habe hier gute Hofkarten, ich habe hier sehr schöne Erfolgskarten auch. Habt mit den Kleinen ein wenig Geduld. Es kann hier sein, dass ich hier eure Kinder ein wenig aufschnapp, weil wäre es möglich, dass euer Kind vielleicht, ich tippe mal hier, dass ihr zwei Kinder habt. Also entweder seid ihr wirklich das hier, dieses Power Couple hier, dieses feurige, dieses leidenschaftliche Power Couple, dieses, ja, loyale zwar, aber halt auch schon so ein bisschen so ein wenig feurig, so den Kindern ein wenig so Feuer am Arsch machen, hockt euch jetzt hin und lernt oder irgendwie sowas halt, ne? So könnte ich mir jetzt vorstellen, ich weiß nicht, wo ich diese Stimme jetzt gerade habe. Dass ihr hier seid und euer Partner hier ist zum Beispiel, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ihr hier seid, liebe Krebse, und ihr hier, ja, Kinder zu handeln habt, die vielleicht ein Luftzeichen, vielleicht ein Feuerzeichen sind. Kann sein, muss nicht sein. Auf jeden Fall seid ihr weiterhin am Arbeiten und kommt dann nach Hause und habt dann kleinere Bauken am Hals, so ungefähr. So sieht das für mich aus. Ich denke auch, dass ihr diese Kinder nicht alleine quasi erzieht oder handeln müsst, sondern dass euch da eine Partnerin, ein Partner zur Seite steht, die oder der jetzt vielleicht wieder arbeiten gehen muss. Kann das sein? Vielleicht ist hier die Quarantänezeit vorbei, vielleicht ist die Homeoffice-Zeit vorbei. Vielleicht läuft der Betrieb auch langsam wieder an, vielleicht kommen jetzt wieder neue Lieferungen, wie auch immer. Aber hier wird von jemandem ein Kapitel abgeschlossen und es seid nicht ihr, dessen Situation sich hier verändert, aber von jemandem, der einen direkten Bezug zu euch hat. Es könnte jetzt auch sein, dass ihr vielleicht ein Kindermädchen hattet, ich weiß gar nicht, ob das jetzt möglich ist, die jetzt vielleicht auch in Quarantäne muss. Also irgendetwas, was mit Familie und Kindern
ich glaube, mit dem Behüten von Kindern zu tun hat, wird hier einen Umbruch erfahren nächste Woche. Könnte ich mir vorstellen. Ich möchte das jetzt noch klären. Eine Klärungskarte zu der Welt, bitte, liebe Schütze. Ja, okay. Ganz eindeutig. Die 8 der Münzen. Die 8 der Münzen handelt. Oh, sorry. Und unten nochmal die Dreierkonstellation. Also, ich sehe hier wirklich eine Gesellschaft drin. Es kann für die Familie stehen, es kann auch für den Freundeskreis stehen. Ich sehe hier eher die Familie, weil ich hier, wie gesagt, Familienkarten habe. Mehrere Sternzeichen. Kinderkarte. Ich denke, vielleicht euch, eure Partnerin, euer Partner, vielleicht auch jemand, der euch bisher geholfen hat, die Kinder zu hüten, geht hier wieder arbeiten. Ich denke, das passiert. Das könnte passieren. Oder es verändert sich für diesen Menschen etwas auf der Arbeit. Auf jeden Fall ist hier Veränderung drin. Und es geht um die Familie. Das sagt mir hier diese Karte, da diese Karte aber eine sowas von rein positive Karte ist. Habt ihr hiermit keine Probleme? Ich sehe tatsächlich wenig Bewegung drin. Es kann aber sehr gut sein, dass ihr zu Hause mal so am Machtwort spricht, weil ich habe hier den Mirror der 3 der Kelche und die 3 der Kelche sind in der Mitte des Readings. Es steht hier wirklich für die Gesellschaft, für ein Verein, eine Clique, ein Team sozusagen. Versteht ihr? Und ich sehe da eher eure Familie drin. Für andere von euch kann es auch mit der Arbeit hier resonieren. Aber dann kommt hier auf jeden Fall Bewegung in die Sache. Da wird Umstrukturierung geschehen. Da können neue Maßnahmen erfolgen. Da kann keine Ahnung, Kurzarbeit eingerichtet werden. Was auch immer. Auf jeden Fall kommt hierdurch dann Veränderung, wenn es für euch eher auf die Arbeit zutrifft. Weil ich habe hier auch einige Arbeitskarten. Das hier kann auch für die Arbeit stehen, für Teamwork in dem Fall. Dann sind diese Hofkarten hier Arbeitskollegen von euch. Und das hier, ja, es kann auch die Arbeit, ich meine, es ist Bodenständigkeit auch. Ich sehe hier trotzdem eher die Familie drin und hier sehe ich eher die Kinder drin. Wie gesagt, vielleicht für manche von euch hat es hier mit der Arbeit zu tun, für andere von euch hat es hier mit der Familie und mit den Kindern zu tun, weil ich hier eben beide die zweimal die 3 der Kelche habe. Auf jeden Fall handelt ihr das hier sehr gut. Der Anfang mag vielleicht schwer gewesen sein. Das könnte ich mir hier vorstellen. Aber hier, ihr habt hier alles unter Kontrolle. Ihr habt hier sehr viele Hofkarten mit sehr vielen loyalen Eigenschaften, mit sehr viel Anpackvermögen sozusagen, mit sehr viel Klarheit, mit sehr viel Wissen, mit sehr viel Ruhe, mit sehr viel Kraft auch, mit viel Gefühlen, mit viel Liebe. Ich sehe hier wirklich keine Probleme, liebe Krebse. Ich sehe hier zwar eine Situation, die vielleicht für euch ungewohnt ist, vielleicht auch neu ist. Vielleicht habt ihr euch langsam auch schon dran gewöhnt, so ein bisschen. Oder, wie es bei vielen Menschen jetzt im Moment so ist, diese Abschottung, Social Distancing, glaube ich, nennt sich das, schlägt sehr vielen Leuten aufs Gemüt. Ist mir persönlich auch aufgefallen, habe ich jetzt auch schon einige Male gehört von anderen Leuten. Vielleicht erfahrt ihr das hier auch ein bisschen, vielleicht drückt es auch euren Kindern etwas aufs Gemüt, dass die nicht raus können und mit ihren Freunden spielen können oder sich nicht treffen können oder wie auch immer. So etwas in der Art sehe ich in diesem Reading. Auf jeden Fall handelt ihr das hier alles. Wenn es hier um zu Hause geht, wird hier Tacheles geredet so ungefähr. Hört mal zu, liebe Leute, haut hier nicht ab oder sowas. Geht nicht mit euren Kumpels raus, ihr wisst nicht, wo die vorher ihre Zunge gesteckt haben. Keine Ahnung. Irgendwie sowas, aber auf jeden Fall kommt hier Kommunikation. Machtwort wird gesprochen. Ihr habt hier alles unter Kontrolle, liebe Krebse. Vielleicht seid ihr sogar glücklich über diese Situation. Weil ich jetzt hier gerade im Augenwinkel wieder die Karte gesehen habe. Vielleicht seid ihr sogar glücklich, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Zeit mit euren Kindern erfahren könntet. Spricht hier auch davon, diese Karte. Ja. Seht's doch mal so. Wieso nicht? Zeit mit der Familie verbringen kann doch auch schön sein, vor allem über Ostern. Wenn es euch mit euch hier in Resonanz gegangen ist, liebe Krebse, wie gesagt, ich kann nicht ganz deuten, ob es die Arbeit ist oder die Familie ist. Ich sehe hier nichts, irgendwie was mit Gefühlen oder Beziehungen zu tun hat. Lasst es mich gerne wissen, lasst mir Feedback da. Ansonsten schaut euch gerne euer Venus, euer Mond oder euer Aszendent-Video an. In den meisten Fällen sind dort dann Botschaften drin, mit denen ihr eher was anfangen könnt, mit denen ihr eher in Resonanz geht. Ansonsten wünsche ich euch in diesem Sinne hier frohe Ostern,
glückliche Feiertage, schöne Zeit mit der Familie, gutes Wetter soll ja eh kommen und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen. Macht's gut!